Neben mir sitzt Melih Bilgil. Du erklärst oder hast du eine Metapher für das, was du tust? Metapher für das, was ich tue? Nö, eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist das Schwierigste, eine Metapher für eine Metapher zu finden. Also ich. Nee, keine. Sorry. Also so die Sendung mit der Maus mit Bildern oder so würde mir jetzt einfallen. Also du vereinfachst quasi komplexe Systeme durch Metaphern quasi, oder? So, Genau. das steht dahinter. Ja, hauptsächlich, also es gibt auch natürlich andere Mittel, um Sachen zu vereinfachen. Es ist ein Spezialgebiet jetzt von mir, aber grundlegend kommen, also das häufigste Element in meinen Arbeiten ist die Metapher, ja. Und mit eben, es geht um bildliche Metaphern. Du bist quasi da Designer, wenn man so will. Und Metaphern sind dann sowas wie ein Computervirus. Man erklärt ein Schadprogramm auf dem Computer, ist irgendwie Code, der ist schlecht, so um das mit einem Bild verständlich zu machen, erklärt man es als Computervirus. So, gerade dafür ist es interessant. Was sind oder das sind so die Vorteile von Metaphern, oder? Dass man Menschen das dadurch nahe bringt. Genau, also das sind ja, also ein Computervirus ist ja zum Beispiel ein menschengeschaffenes Ding. Es ist sehr abstrakt und es gibt ja in allen Bereichen, die nicht fassbar sind, nicht erklärbar sind, muss man da eine Art Brücke finden, um mit vertrautem Wissen halt also auf das man aufbauen kann, um die Sachen zu erklären. Hast du eine Lieblingsmetapher, wo du sagst, die ist so besonders griffig, mit dem, da hat man Menschen ganz schnell irgendwie ganz viel klar gemacht? Ja, allerdings ist es eine schlechte Metapher oder eine negative Metapher, das ist der Milliardenhebel. Es ist also sehr präsent, momentan zumindest. Aber das Erste, an was ich da gedacht habe, ist zum Beispiel ein einarmiger Bandit, also irgendwas, wo man nicht wirklich was gewinnen kann und es blinkt schön, genau. Okay, aber Metaphern haben ja quasi auch immer Grenzen. Also so, keine Ahnung, beim Computervirus, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben die Menschen irgendwie, dann denken sie, okay, oder Computerwurm, dann denken sie, okay, ich muss den sehen, der läuft so auf meinem Bildschirm, bestimmt taucht da so ein Wurm auf, wenn ich infiziert bin. Und das ist aber gar nicht so. Also wo sind da die Grenzen? Ja, also die Grenzen sind ganz klar. Also eigentlich ist eine Metapher eigentlich nur gut, um in ein Thema einzusteigen, aber es lässt sehr viele Aspekte weg vom eigentlichen Thema und kann auch also bei ausladenderen Themen dann nicht mehr wirklich verwendet werden. Das ist wirklich nur erstmal ein Einstieg und damit man das grundlegend versteht, wo man dann selber auch noch abstrahieren kann. Aber ja, also die Grenzen sind sehr, sehr eng eigentlich. Okay, und du bist dann quasi professioneller Metaphernfinder. So, was sind denn da die Schritte, die du anwendest, um quasi das dann runterzubrechen und zu sagen, okay, ich habe hier ein total komplexes Thema und wie kommst du dann, wie findest du eine Metapher, die passt? Ja, das ist genau das Schwierige, das wollte ich eigentlich, also es wird wahrscheinlich im nächsten Vortrag dann, also es könnte mal irgendwann Designing Metaphors heißen oder Metaphern entwickeln heißen, aber es ist sehr schwierig, also es war genau das, was ich eigentlich für mich auch rausfinden wollte, wie man da irgendwie systematischer rangehen kann. Das war jetzt, der Vortrag war jetzt eigentlich nur so eine Stoffsammlung, um überhaupt für mich erstmal begreifbar zu machen, wie gehe ich da dran, aber eigentlich ist immer so eine Art systematisches Vorangehen. Und ich glaube, bei mir ist echt durch die Scribbles passiert halt sehr viel, indem ich das einfach selber für mich abstrahiere. Und da fange ich erst an, das wirklich zu verstehen. Also das ist so, glaube ich, der Knackpunkt bei mir. Aber es geht immer darum, quasi schon eine gelernte Geschichte zu haben, die man dann anwenden kann, umsetzen kann, auf ein abstrakteres Thema aufsetzen kann, quasi. Ja. Es gibt ja auch Sachen, die man intuitiv versteht. Also ich habe bei den TED Talks einen ganz tollen Vortrag gesehen. Da war eine Form, die war so ein bisschen runder und es war eine Form, die eckig war. Und dann hat der Redner gefragt, welche Form von diesen zwei ist Buba und wer ist Kiki? Und es war klar, dass Buba die runde Form ist und Kiki die eckige Form. Und es gibt auch so, also schon so, ja, Triebe möchte ich es jetzt nicht nennen, das ist das falsche Wort, aber es gibt da schon so eine Vorstellung, auch was die Leute haben. Also man kann auch mit sehr abstrakten Beispielen auch arbeiten, denke ich. Ja, cool. Also wir verstehen die Welt besser mit Bildern und Metaphern. Vielen Dank.
Was dabei gespannt ist, das ist super gut. Das ist super, immer wieder und so weiter. Man kann eigentlich total gut drauf.